Willkommen bei Kekkerert und wir haben heute eine ganz tolle Sache, nämlich das da. Das Ding da. Ich bin Hell 9000, ich befehle euch, repariert eure Sachen nicht selbst. Wir haben heute eine Besonderheit, nämlich den Defekt unserer Waschmaschine. Das heißt, ich darf jetzt rausfinden, wie ich dieses Ding repariert kriege. Als allererstes müssen wir mal schauen, wie das geht. Ich vermute aber, ich kann gleich eBay öffnen. Brauchst eine Geschwindigkeit. Und dann sind wir fähig, diese Kohlen auszutauschen. Kohle ist daheim. Die Kohlen kosten Kohle. Nein, der Heimwerker ist gefragt. Alles, was wir dafür brauchen, Sicherung rausmachen und gegen Wiedereinschalten sichern. Linchen, Sicherung nicht reindrücken, danke. Ja, nee, dann sterbe ich mit Pech. Das ist nicht so cool, die Grillfleisch. Klappe. Och, bitte. Wenn sie versucht, witzig zu sein, finde ich sie ganz unangenehm, aber ihr mögt sie. Nachdem wir den Stecker gezogen haben, können wir das Wasser abdrehen. Das dürfte wichtig werden. Es muss ab. Nachdem das ab ist und das ab ist, müssen wir jetzt dieses Cover hier abmachen. Und dafür haben wir den Ratschenkasten. Das ist ganz einfach, da muss man nur diese Schrauben hier lösen. Und das geht mit einem Torx-Bit oder je nachdem, was ihr braucht, relativ einfach. Ich erspare euch das. Da sind wir auch schon drin. Sieht auch alles noch eigentlich ganz gut aus. Aber jetzt schauen wir mal, wie es um die Kohlen steht. Dazu muss ich hier am Motor den Riemen lösen, die Verkabelung abmachen und dann eben nachschauen, wie es um die Kohlen steht. Ich vermute, sie sind durch, laut Fehlerspeicher zumindest. Aber das dürfte leicht zu machen sein. Als nächstes müssen wir die Steuerkabel entfernen, das Erdungskabel. Oh Mann, Schlauch. Jetzt den Motor losschrauben von der Halterung, damit wir hinten dran kommen. Und das macht keinen Spaß, weil das extrem fällt. Ach, dieser Schlauch, ey. Ich bin sowieso schon mega angepisst deswegen. Das macht sich besser. Kennt ihr das? Wenn ihr einfach wütend seid, aber es machen müsst nach der Arbeit. Spaß. Das da ist die Spezialkonstruktion, weil ich den Motor da nicht rausbewegt kriege. Deswegen habe ich mir den Schminkspiegel und Paulines Handylicht geliehen, damit ich von hinten die Kohleschrauben sehe und abschrauben kann und mal schauen, ob das funktioniert. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, das aufzunehmen, weil ich kann die Kamera hier nicht irgendwie positionieren, dass ich da gescheit arbeiten kann. Ich muss da jetzt rein, das ist Präzisionsarbeit. Im Prinzip schaue ich auf den Spiegel, das Licht macht hell da drin und der Rest ist wirklich schauen, wie es bitte reinpasst, die Kohle abschrauben und dann Verkabelung außen abmachen und fertig. Aber relativ simpel. Das da ist die Kohle, um die es geht. Und die ist aber noch gut, so wie es aussieht. Das ist nichts anderes als eine Fehler, auf der halt eine Kohleelektrode drauf ist, wie ihr sehen könnt. Ich dachte, das ist was zum Grillen. Nee, nichts zum Grillen. Wow. Und die Dinger sehen meiner Meinung nach gut aus. Vielleicht war die Waschmaschine einfach überlastet. Ich habe das jetzt wieder zurückgefummelt. Freihändig. Oh, was macht die Dame eigentlich da? Was kochst du dort im Dunkeln? Speckbrötchen. Und Essen macht sie auch. Schau nicht. Wieso ich das überhaupt von Hand mache? Schön Makidako-Schrauber genommen. Hier, wie heißt das Ding? Das Teil, was eben die Kraft begrenzt rein und dann die Schrauben mit dem Akkuschrauber rein, mit der kleinen Maschine. Lecker. Dann geht das nämlich schneller. Wenn man zwei Hände frei hat und nicht noch mit einer Hand irgendwelchen Mist filmt, dann geht das sogar noch viel schneller. Das klingt verdammt gut, was da hinten abgeht. Das heißt nämlich, dass sie funktioniert. Wir haben jetzt rausgefunden, Paulinchen hat wohl ein bisschen zu viel Wäsche reingetan. Deswegen hat der Motor gesagt, das schafft er nicht und dachte dann, die Kohlen sind kaputt. In diesem Fall einfach auseinanderbauen, Sicherung wieder rein und das Ding ging. Also, tada. Wir uns gerade an Kohle gespart haben. Wir dachten schon, wir brauchen eine neue Waschmaschine. Hier, Heimwecker-Style. Fuschen wie die Großen. Gibt eben auch Dinge, für die sich zu kämpfen lohnt. In diesem Falle lecker essen. Sky. Und das ist alles, was ein Mann braucht. Ich befehle euch, repariert eure Sachen nicht selbst. Nicht selbst. Holt einen teuren Techniker. Einen teuren Techniker. H9000, dreht sich alles. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Teuren Ein Mann braucht das und einen Namen.